Hallo, ihr Quirlinge! Die namenlose Seele ist in Nahede Rain am Teleporter zurück nach Zenet, denn hier gibt's gar nicht mehr so viel zu tun. Eigentlich gar nichts. Und da komme ich auch nicht rüber. Nö. Ja, ich habe alle 6 Runen und ich meine auch alle Errungenschaften, die man sich hier holen kann. Ich bin mal gespannt. Falls ich irgendwas vergessen habe, dann kann ich ja nochmal zurückkommen. Ich glaube, das geht. Jetzt aber erstmal zurück nach Zenet. Nicht zu verwechseln mit Zenit aus Inverbis Virtus, einem anderen Rätselspiel. Wer das nicht kennt, der kann mal in meinem Kanal stöbern. So, also immer wieder. Zenit. Genau da. Was ist denn hier los? Ah ja, richtig. Die Viertelkreisfragmente werden ja immer zu so einer Plakette hier. Diesmal ist ein Frosch drauf, weil letztes Mal war es eine Schildkröte. Und dann kann ich das da hinten reinwerfen und wieder mit dem Guardian reden. Aber erstmal hier geschaut. Da in Itztali Point, da gab es den Tag- und Nachtwechsel, den wir gelernt haben. Und hier das mit dem Regen. Und hier ist jetzt auch die Statue von Tlaloc. Und da habe ich den Trommel, wie nennt man das denn hier? Trommelschläger oder so? Paukenschläger. Das ist eher ein Paukenschläger. Genau, den habe ich gefunden. Dann dieses komische Ding, richtig? Was auch immer es ist. Und das Blümelein. Wo ist es denn? Da, die Rose wahrscheinlich. Jawohl, richtig. Die Figur seiner Frau ist nicht mit dabei. Was ist das denn hier? Ach ja, hier komme ich wieder rein, richtig. Will ich aber gar nicht. Okay, gleich kommt der Guardian dran. Ich schaue vorher mal auf die Runentafel hier vorne. Ich habe jetzt 12 Runen. Und das heißt, dass derlei Tafeln hier jetzt schon, ja, so ungefähr zur Hälfte übersetzt sind. Ja. Das hier ist bestimmt ein R. Nee. Was kann das denn sein? W, H, E, nee, wenn es where ein R wäre, dann fehlt ja ein E hinten. A day heißt das bestimmt. Das hier ist dann come, das ist das O. Das hier könnte complete heißen, dann wäre das das O, das passt mit dem da überein, jawohl. Das heißt dann will, a day will come. When ist das dann hier? Das ist ein N. Dann irgendwas, keine Ahnung. Das ist dann wieder das O von dem da. Also they will come when so und dann... zwei Buchstaben noch und dann ein S. Will meet souls wahrscheinlich. A day will come when souls will meet and the... oh, was ist das für ein Zeichen? Cycle, weil das ein Y ist, sieht man von da oben. And the cycle shall, das ist wieder das L von da oben. Shall them vermutlich be... then, natürlich, then be complete. Also, a day will come when souls will meet and the cycle shall then be complete. Das reimt sich wieder. Jetzt könnte ich auch die anderen Tafeln besuchen. Das ist aber relativ müßig, weil da kann ich rumraten, was da wohl drin steht. Ist echt schick hier, oder? Schöner Teich. Ich rede stattdessen lieber mal mit dem Gevatter da vorne. Frosch auf Frosch, genau. Ich werf das mal rein mit Fe. Na, kommst du? Ah, wieder Tlaloc. Und ein zweiter Stein. Genau, ein blauer diesmal. Und der Guardian. Hallo, du. There you are, old friend. I was starting to miss you. If you haven't visited yet, you might find the forest past the gate behind me to be an informative place.
There you will encounter pieces of stories I have already preserved. Ja, in den Wald kann ich noch nicht rein. Da ist das Runentor im Weg. Your life was the last for me to watch over, and soon I will perish. It falls to you to find the remaining life forces still clinging to this place, so that your soul may have the chance to move on when the time comes. Wie, du bist bald weg? Verstehe ich nicht. Travel high into the mountains to Hyaku Lake, where the cold will clear your mind and allow you to approach the world with a childlike wonder. Mhm. Also Hyaku Lake ist das nächste Gebiet. Und er sagt, er will bald verschwinden. Und dann soll ich hier irgendwas machen. Seltsam. Na gut. Schauen wir einfach mal, wie die Story weitergeht. Und das hier ist offenbar das Gate. Um das es geht. Hyaku Lake. Irgendwelche Löwenstatuen und ein Hochgebirge mit schneebedeckten Gipfeln. Sieht ein bisschen asiatisch aus. Was steht da? Kann ich das schon lesen? Have been irgendwas? Now have been... Ach, meine Güte. To... irgendwas evades. Naja, ach, egal. Noch ein paar Runen gesammelt, dann kann ich das besser lesen. Achso, hier. Knöpfchen drücken. Und Fenster kaputt. Es ist immer so ein Schaden, den ich hier anrichten muss, um von einem Gebiet ins nächste zu kommen. Auf, liebe Seele. Von Zenet auf nach Hyaku Lake. Bye bye, Zenet. Für ein Weilchen. Und da manifestiert sich etwas. Ah, die soll ich bestimmt suchen. Irgendeine kleine, betende Person oder sowas ähnliches. Mhm. Hyaku Lake, hallo. Oh ja, es sieht sehr asiatisch aus. Hyaku Lake. Schick. Die Vögel zwitschern. Was haben wir hier zu tun, liebe Seele? Müssen wir hier sauber machen? Da gibt's was, irgendwelche Papierteile. I was a young girl from on high, where mountains seemed to touch the sky. A village below, with no name. A thousand years it looked the same. They say the spirits were to blame. Miki, es geht also um Miki. Und ich kann 15, 15, 20, 22 dieser Papierteile finden. Ein junges Mädchen aus irgendeinem Bergdorf und da gab es in der Nähe eine alte Stadt mit irgendwelchen Geistern oder sowas. Der Sage nach. Och, schick. Echt? Sehr schön. Ach ja, ist das hier ein Brunnen? Tatsächlich. Ja, der füllt sich dann und dann... Also das Füllen hat man jetzt irgendwie nicht simuliert, aber... Das Kippen. Prima. So, wo geht's denn am ehesten lang? Bei einer Kreuzung zwei Wege boten sich mir da und ich gehe ins Häuschen. Ein Türmchen. Was ist denn das da? Das sieht aus, als wäre es irgendwas. Es ist eine Art... Sieht aus wie ein Rotor unter Wasser. Und der bewegt sich auch ein kleines bisschen. Aber da ist ein Rotorblatt kaputt. Und das hier ist eine leuchtende Kartoffel oder was? Ich muss hier was reinpacken. Das ist eine Art Gürtel oder Halsband. Hier, das ist ein ganzer Rotor. Ne, der ist auch kaputt.
Was soll die denn machen? Den See durchquillen oder was? Wenn hier einer irgendwas durchquillt, dann ja wohl ich. Ein Windspiel. Aber ich kann hier nichts dran. Oh, doch kann ich. Indem ich dagegen renne. So, das sind irgendwelche Früchte oder so. Das ist Gebäck. Kohlköpfe, Auberginen. Was sind das hier? Das ist eine Zucchini. Offenkundig eine Küche oder ein Esszimmer. Ja, ein Esszimmer. Was bist du? Hallo, du da hinten. Not long after I was born, Mama left and Papa mourned. He told me that she went away and that he could not make her stay. The look upon his face was strained, only her portrait still remained. Aha. Ich verstehe das so, dass kurz nach ihrer Geburt ist ihre Mutter wahrscheinlich gestorben, so wie ich das verstehe. Und sie kannte halt nur das Porträt von ihr. Das da hinten wahrscheinlich. Was gibt's denn hier? Gutes? Gar nichts? Ich möchte die jetzt nicht wieder... Okay, die ist aus Metall. Die geht nicht so leicht kaputt. Ein Fenster? Da geht's raus. Was ist das hier? Ein Schrank? Oh, ein Schwert. Offenbar ist das hier ihr Elternhaus so quasi. Schmuck. Hier kann ich was aktivieren. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's langsam ernst. Ich guck vorher noch auf die Veranda. Die hat auch schon bessere Tage gesehen, zumindest hier in diesem Bereich. Aha, ein Mühlrad. Muss ich das alles irgendwie in Gang setzen? Weil das ist ein bisschen am Ruckeln und Zuckeln. Nächster Text. My auntie died when I was 10. And sadness hit Papa again. By day he worked till dying light. Then drank his sorrows every night. Als Miki 10 war, ist ihre Tante gestorben. Und das hat den Papa wieder sehr verletzt. Und er arbeitete den ganzen Tag und trank die ganze Nacht. Toll. Trinken ist auch immer wieder eine gute Problemlösungsstrategie. Oder vielmehr eine verbreitete. Eine gute nicht, aber eine verbreitete. Leider. So, Werbung für die Deutsche Bank. Und hier ein Schleifstein. Das ist ein Tag- und Nachtwechsel. Passiert nachts irgendwas, was tagsüber nicht passiert? Es hat nicht den Anschein. Na gut, ich lasse mal nachts, ist ja egal. So sieht's in Hyaku Lake bei Nacht aus. Oh doch, hier ist irgendwas. Wohnzimmer oder so. Ach ja, da. Ach, da geht die Tür auf. Ah, verstehe. Ich habe das gar nicht ernst genommen, dieses Mondsymbol, aber das sollte man. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich weitergehen, aber was ist denn hier mit diesem Knopf und dem ganzen Kram? Das muss ich doch bestimmt zuerst machen. Hier ist eine Art Bambus-Rohrstock. One day I felt a painful crack. A long bamboo stick hit my back. I cried. I had done nothing wrong. Yet the beating continued on. Okay, das möchte ich nicht übersetzen. Aber ich habe auch das nächste Ding übersehen. Muss ich vielleicht doch erst hier durch? Bist du die Nummer 4? Ach hier, das geht jetzt gar nicht weiter. Das ist nur so ein Hunde-Zwinger quasi. Ohne Zwinger. A mangy dog was my best friend. He followed me to any end. A guardian, so brave and true. We grew together, me and Du. Ja, und Miki hatte einen Hund namens Du. Ja. Und die wuchsen gemeinsam auf. Hier finde ich was. Ach, hier ist das Halsband. Da habe ich es schon.
Zeitspann von du, offensichtlich. Hm. Leg das erstmal ab, da liegt's. Weil ich jetzt hier nochmal den Text in der richtigen Reihenfolge lese. Auch wenn ich genau diesen Text eigentlich kein zweites Mal lesen möchte. Aber trotzdem. Ja, one day I felt a painful crack, a long bamboo stick hit my back. I cried, I had done nothing wrong, yet the beating continued on. Ja, irgendwer verprügelte sie, wahrscheinlich der Papa. Wer sollte das sonst tun? Mit diesem Stock? Einfach so? Ach, tolle Lösung, Kinder zu verprügeln. Hier, mache ich jetzt irgendwas an? Aha. Das Mühlrad dreht sich, ist auch nicht ausschaltbar. Und die Quirle drehen sich. Ach, da muss ich rüber hüpfen. Verstehe. Aber vorher kann ich doch das Ding hier wegbringen. Da. Wo hatte ich das Teil gefunden? Hier. Ah, damit... Eine Schneeflocke. Das ist ein neuer Schalter. Wahrscheinlich wird es dann kalt. Okay. Also das Hundehalsband hat mich hier weitergebracht. Man mag es nicht glauben. Jetzt muss ich wohl oder übel hüpfen. Von hier aus wohl. Hüpf. So nicht. Genau so nicht. So geht das nämlich. Und die nächste Nachricht. That day the beatings had begun. He yelled, "You should have been a son." As Dew barked and pulled on his ties, I heard his mournful yelps and cries. One day he struggled his way free and ran over to defend me. Okay, also der Papa ist ein ganz übler Sexist und findet es viel geiler, einen Sohn zu haben, statt eine Tochter. Und weil die Tochter ja schuld daran ist, dass sie kein Sohn ist, wird sie verprügelt. Das ist eine naheliegende Problemlösungsstrategie. Mann, du fand das gar nicht lustig und wollte immer seiner Herrin beistehen und irgendwann eines Tages... gelang es ihm, als das Töchterchen wieder verprügelt wurde, dass sich du frei riss. Was für eine Geschichte. Ich möchte gar nicht wissen, wie es weitergeht. Allerdings selber schuld, Herr Papa. Okay, hier kann ich jetzt was einfrosten bestimmt. Denn hier komme ich ja nur dahin zurück, wo ich ohnehin schon gewesen bin. Da oben war ich allerdings noch nicht richtig. Weil es so einfach ist. Hüpf. Lass ich mich mal da drüber drehen. Und schau mal hier das an. Von da oben kam ich. Was ist das hier, die Toilette? Das gucken wir uns nicht genauer an. Sie haben eine Außentoilette. Ja, hier kann ich natürlich jetzt nicht zurücken, weil Wasser. Aber hier oben in dieses Ding kann ich da reinlaufen. In diesen Stall, in diese Werkstatt, in diesen Schuppen. Das ist aber auch nur... Hier ist irgendwas. Was ist das? Ist es eine Art Drache oder was? Ich sehe da einen Drachen. Und Geschirr. Bringt mich nicht weiter. Da hinten muss ich irgendwas machen. Da muss ich irgendwie hin. Da ist die Tür, die muss auf. Okay, ich muss also ein Viertelkreisfragment wieder zusammensuchen irgendwoher. Die Truhe ist dann da oben. Aber wie kommt man da am besten hin? War ich jetzt überall, wo ich jetzt hingehen kann, ohne was einzufrieren? Nee, hier hinten. Ja. Also wenn ich was einfrieren kann, dann kann ich das Ding irgendwo hinschieben. Aber wo soll es denn hin? Vielleicht zeigt mir das ja das Frostding an. Bisher habe ich diese Blöcke ja immer schieben müssen über solche Felder, wo klar war, ich kann es nur hier lang schieben.
Da hinten ist... Was ist denn das da hinten eigentlich? Narrk. Es sieht schwerer aus. Nein, leichter aus, als es ist. So rum. Es ist schwerer, als es aussieht. Was ist das da hinten? Ach, das ist die erste Rune. Da komme ich aber auch nicht hin, so ohne weiteres. Mach mal Frost. Was passiert dann? Es schneit. Und alles friert ein. Jawohl. Schön, schön. Wie gut, dass eine Seele körperlos ist und nicht friert. Jetzt kann ich mich hier drauf bewegen. Jawohl. Und hier ist die erste Rune, die ich aber nicht annehmen kann, weil hier so eine Feuerwand ist. Also muss ich es auch noch regnen lassen irgendwie. Aber wenn ich es regnen lasse... Ich komme doch hier nur hin, wenn es gefroren ist. Wenn ich es regnen lasse und es gleichzeitig ich es gefrieren lasse, dann ist doch hier Schneefall, also wahrscheinlich noch dichterer Schneefall als hier. Nicht, dass dann das Feuer wieder angeht. Wasserfall? Hier ist irgendeine Kugel. Time to break the ice. Ich habe das Eis gerade erst erschaffen. Ah, hier sehe ich jetzt wirklich wieder solche Felder. Was sagst du mir? That night Papa slept, scratched and bruised, his temper finally diffused. He looked peaceful by candlelight, and we escaped from him that night. Aha. Also, du und Mickey sind dann vom Vater geflohen? Ah, das Eis muss weg. Weil ich den Block sonst nicht da durchgeschoben bekomme. Aha. Verstehe. Und das ist dann wohl hier die andere Seite, genau. Wo sollen denn die Blöcke hin? Ah, hier. Zwei Stück brauche ich. Ja, da muss das Eis weg. Ja, wie soll ich denn hier was schieben, wenn hier alles gefroren ist? Hier brauche ich das Viertelkreisfragment, das ich nicht habe. Oh. Nee, das ist zu glatt, offensichtlich. Ist das dafür gedacht, dass ich da hochkomme? Nee, oder? Das ist eine Rutschpartie, da kann man nicht hoch. Ich schieb mal den ersten Klotz hier auf sein Feld. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht ist dann irgendwas, was sich dann ändert und dann ist klar, was zu tun ist. Oh, ach, das ist jetzt so... Eieiei, das rutscht wie Sau. Okay, also. Wenn ich ihn jetzt dahin schiebe, dann knallt er bis dahin, dann knallt er bis dahin, dann knallt er bis dahin. Aber das nutzt mir alles gar nichts. Ich glaube, ich brauche wirklich den zweiten Klotz, um hier so ein Muster einstellen zu können. Oder genau andersrum. Du rutschst ja sogar über das Feld drüber. Das ist ja gemein. Aber er rutscht ja aufs richtige Feld. Also da ist ja eins. Er steht richtig. Aber es ist nichts passiert. Das heißt, ich muss den zweiten dahin stellen. Ach ja, wie komme ich da hoch? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt wieder das Eis taue, vielleicht versinkt der dann und löst dann erst irgendwas aus. Da hinten ist so ein Brückchen, da war ich da auch noch gar nicht. Wie komme ich denn da hin?
Do not cry over spilled tea. Aha. Hier war ich ja gar nicht. Aha, das ist hier hinter dem Wasserfall wieder. Lampe. Ach, jetzt komme ich hier hin. Aha. Ach, hier soll ich am Ende hüpfen wahrscheinlich, weil wenn ich jetzt hier hüpfen würde, dann reicht das auch schon. Oh, okay. Hallo? Blöde Frage, wofür brauche ich den zweiten Klotz, wenn ich jetzt die Tür aufbekomme? Ach, den zweiten Klotz brauche ich vielleicht wegen der Rune irgendwie da hinten. Also, das ist jetzt erstmal einfach gewesen. Na, ja, hüpfen wir hier runter. Damit geht diese Tür auf, richtig? Jawohl, sie geht auf. Okay. Also den Weg hier weiterzufinden und an die erste Rune zu kommen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und mit dem zweiten Paar Schuhe beschäftige ich mich dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin!